Ja, herzlich willkommen zur neuen Heftvorstellung der M-Games 13 2011. Das stimmt, wie heißt denn der Monat? Der Monat, jetzt bringst du mich gleich am Anfang hier in Verlegenheit. Ich weiß nicht, wie der Monat heißt. Jedenfalls machen wir dieses Mal eine 13. Ausgabe und nächstes Jahr heißt die erste, also die Ausgabe, die Ende Dezember kommt, ist einfach die Januar, weil wir das ein bisschen passender finden. Weil wir es vernünftiger machen wollen. Es ist doch immer überraschend, wenn die März-Ausgabe dann im Dezember im Handel liegt. So ungefähr, ja. Genau. Michael bin ich übrigens. Ja, der Michael ist auch da, richtig. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir diesmal ein Horror-Thema für euch. Ja, ja, und wir haben jetzt ein ganz neues Gimmick auf dem Cover. Wir haben jetzt lustige grafische Symbole da eingefügt, so als Blickfang am Kiosk. Richtig, genau, damit wir uns ein bisschen abheben von der Konkurrenz. Genau, und wir haben uns natürlich mal wieder einen neuen Namen verpasst. Wir heißen jetzt Game Wave. Und kosten $10. Richtig. Das ist natürlich unser unglaublich witziger Running Gag, jedes Mal ein blödes anderes Magazin, also nicht blöd, aber ein anderes Magazin drüber zu tun. Wir haben uns diesmal, habe ich mir die japanische, ich vermute japanisch, allerdings sehe ich hier nur chinesische Schriftzeichen und ich sehe auch nur das Dollar, vielleicht ist es ein Hongkonger Videospielmagazin. Zahlt man damit Dollar? Es gibt Hongkong-Dollar zumindest. Ach so. Und da ich keine einzelne Hiragana oder Katakana sehe, die eigentlich immer drauf sind, glaube ich mittlerweile, dass das gar kein Japanisch, sondern ein chinesisches Spielemagazin ist. Gehörst du zu der Fraktion? Nein, ich hasse es, wenn Leute Chineses oder Chemie sagen. Es gibt ja auch noch die Chinesen und die Chinesen. Richtig, ich sage, glaube ich, die Chinesen. Okay. So wie Kinect oder Kongo. Das waren jetzt die beiden Worte, die mir mit K einfielen. Dazu fällt mir nichts Lustiges ein. Ah, hier, Chris. Genau. Schriss. Jill und Schriss. Wir haben noch passend dazu eine Actionfigur von Michael dazu. Magst du den mal vorstellen? Für Leser, die ihn nicht kennen. Ash, Haushaltswaren. Wieso Haushaltswaren? Weil da müsstest du jetzt natürlich Armee der Finsternis kennen. Ah, den habe ich nur halb gesehen. Da ist es der Satz, den Ash am Ende in der deutschen Schnittfassung sagt, nachdem das Hauptabenteuer vorbei ist und dann ein dämonenartiges Wesen in seiner Kaufhausabteilung auftaucht und er das ziemlich, ja, sagen wir mal, auseinander nimmt. Es ist natürlich die Hauptfigur der Tanz der Teufel-Reihe. Richtig, die vielerlei indiziert, beschlagnahmt und geächtet. Genau, und weil, wie man ja aus Teil 2 kennt, das Böse von seiner Hand besitzt ergreift, macht er danach was Gewieftes. Er baut sich da nämlich eine Kettensäge hin und hat seinen Boomstick in der anderen Hand. Auch das ist wieder ein Insider aus dem Film. Aber da gibt es ein Spiel, das kenne ich immerhin. Fistful of Boomstick, genau. Das ja gar nicht mal so gut ist. Warum sitzt er da? Das werden wir gleich sehen, wenn wir uns die aktuelle Ausgabe anschauen. Genau. Es geht nämlich diesmal um Tadadada. Die Horror-Hits des nächsten Jahres. Genau, also mindestens des nächsten Jahres. Vielleicht auch manche noch später. Genau, ja. Wir haben ja noch einen Blick weiter in die Zukunft geworfen und spielen wie heißt das, Insane von THQ, eine Kooperation mit Guillermo del Toro und wie hießen die, Volition? Ja. Die auch Red Faction gemacht und haben. Und im aktuellen Heft mit Saints Row 3. Saints Row, genau. The Third. Genau, daher kennt man die. Wobei Guillermo del Toro kürzlich noch gesagt hat, man weiß nicht so genau, wann das kommt. Da ist noch nicht so viel passiert, weil er mit anderen Projekten beschäftigt ist. Genau. Aber deswegen sitzt der Horror-Ash hier, weil wir auf die Horror-Hits blicken. Wir blicken auf zwei hochinteressante Resident Evil-Spiele, die sich Michael angeguckt hat. Einmal den Mehrspieler-Shooter Resident Evil Raccoon City und einmal das 3DS-Abenteuer, das vor allem klassischen Resident Evil-Fans sehr viel Spaß machen wird. Wenn man klassisch im Sinne von Resident Evil 4 mit den Kamerawinkeln von den früheren, genau, und ein bisschen hausbackeneren Settings, genau, Schiff, Mansion und so Zeug kommt genau da eher vor. Ja. Im Deutschen auch gerne ein Herrenhaus genannt. Ja, richtig, genau. Für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Ja, es soll gruselig sein, heißt's. Das ist ja nun eine Eigenschaft, die Resident Evil 5 nur bedingt für sich verbuchen kann. Ja, und aufs Vierer schon nur bedingt. Ja. Das war stimmig und panisch vielleicht, aber gruselig nicht wirklich. Genau. Ich habe mir noch The Darkness angeguckt.
2 angeguckt, besser gesagt, ich habe es gespielt und finde es sehr cool. Wir blicken noch auf Luigi's Mansion, wir blicken auf das neue Silent Hill, wir blicken noch auf weitere Silent Hill Titel, auf den Shooter Metro, Last Light und geben so ein bisschen Horrorausblick eben, also ziemlich viel Horrorausblick. Genau. Des Weiteren, ihr erfahrt bei uns einiges zu Grand Theft Auto 5. GTA, wie man auch sagt. Wie man in manchen Teilen Deutschlands dazu sagen würde. GTA 5, es gibt da Infos zu Schauplätzen, Story, Charakteren, was ist alles drin im neuen GTA. Alles wissen wir noch nicht, aber wir wissen schon einiges und das haben wir hier den lieben Maximilian für euch zusammenfassen lassen. Ich denke, eins dürfen wir durchaus mal spoilern, es wird Autos geben. Es wird Autos geben, ja. Wobei das noch nicht offiziell bestätigt ist. Und vermutlich auch Schießgewehre. Ja, aber hoffentlich nicht so kaputte Kriegen wie das hier. Genau. Des Weiteren sprechen wir über, wir sprechen so einen Blödsinn. Also wir werden natürlich ein bisschen darüber sprechen, aber im Heft gibt es extrem viel coole Tests. Es gibt Mario Kart, ganz neu für euch. Es gibt natürlich Assassin's Creed Revelations. Wir haben Need for Speed The Run durchgespielt und getestet. Wir testen Zelda Skyward Sword, Skyrim, Modern Warfare 3, Battlefield 3 und die anderen Sachen, die stellen wir jetzt alle dann noch genauer vor, aber so viel wie in keinem anderen Heft dieses Jahres. So viel die Top. Das ist richtig. Deswegen haben wir, wie schon in der letzten Ausgabe, auch den Umfang mal wieder erhöht auf 124 statt 100 Seiten, um all die feinen Produkte da überhaupt unterzubringen. Richtig. Der Ash geht jetzt erstmal ein bisschen, damit wir hier Platz haben, das vorzustellen. Er nimmt auch sein Gewehr mit. Dann musst du aber dieses schöne Bildchen noch. Hier, das hat mir schon ein Leser oder uns ein Leser zum 200. Jubiläum damals zugeschickt. Was sind das? Wie nennt man die? So Bügelperlen, wie auch immer, ähnliche Dinge. Ich glaube, es geht in diese Richtung. Ja. Oder sind sie gesteckt? Ich weiß es nicht. Ich beneige dich auf jeden Fall seit anderthalb Jahren drum. Um dieses Kleinod, das an meinem Platz steht. Mir hat bis heute nicht einer unserer Leserinnen oder Leser derartiges zu Metal Gear Solid geschickt. Ja, das ist natürlich richtig. Ein dickes Pfui. Jedenfalls steht es jetzt hier, weil es so gut zu Zelda passt, weil das Zelda ein Top-Thema des neuen Hefts ist. Ich stelle es ein bisschen an den Rand, damit wir noch Platz für das Heft haben. Ich blätter hier mal rein. Ich habe mir von Olli diese Markierungen abgeschaut. Die sind nämlich super praktisch. Und da blätter ich natürlich aber erstmal zum Inhalt. Denn wir haben noch ein interessantes Gears of War-Experiment. Ja, wollen wir da jetzt kurz was das sagen wir nach. Das machen wir später. Sagen wir später. Aber wie gesagt, Gears of War, interessantes Thema. Wir lieben Zelda und ein paar andere Tests, die vielleicht noch interessant sind. Wir testen GoldenEye, wir testen Kirby, wir testen Halo Combat Evolved Anniversary Edition. Rayman Origins. Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Saints Row, WWE, Donpachi, Assassin's Creed, haben wir schon gesagt, und viele andere. Also und natürlich Dr. Lautrec und die vergessenen Ritter. Genau. Aus dem Hause Konami. Richtig. Das ist gar nicht so sehr, wie Layton sein soll. Ja, ja, das, der Name lässt das vermuten. Man meint ja, es ist exakt Layton von Konami, aber es ist es wohl nicht. Aber es ist, glaube ich, nicht schlecht zumindest. Wir springen weiter zu meinem ersten Einmerkerchen und der ist auch schon, geht ums Horror-Thema. Ich würde sagen, wir zeigen noch nicht zu viel von den Artikeln selbst, aber damit die Leute schon mal einen Eindruck gewinnen können. Wir blicken nicht nur Zombies entgegen, sondern auch einem Geist aus den Mario-Spielen. Genau, war Geist nicht ein GameCube-Spiel? Geist war ein nicht so gutes GameCube-Spiel, das sehr gut werden sollte. Ach so, richtig. Okay. Genau. Ja, gut werden sollen sie ja, glaube ich, normalerweise alle. Richtig. Amy haben wir ausgiebig gespielt. Das ist ein Download-Spiel für PlayStation und Xbox. Die ersten Infos und, wie sagt man, Gerüchte zu Dead Space 3 haben wir uns genauer angesehen, ein Fatal Frame Ableger kommt für den 3DS. Und wir schlüsseln sie so ein bisschen für euch auf. Steht ihr mehr auf Action oder wollt ihr wirklich blanken Horror? Da sind immer so kleine grafische Hilfen dabei, damit man schon weiß, was man erwarten kann und ob das Spiel vielleicht für einen interessant ist oder auch nicht. Genau, inklusive übersichtlicher Tabelle, was denn da so kommt, genau, was am Horizont sich für Grusel-, Splatter-, Metzel-Fans auftut, abzeichnet. Genau. Dann springen wir weiter. Wir springen gleich weiter zum nächsten Einmerkerchen.
Heavy Rain 2. Sieht aus wie Heavy Rain, ist aber Rainbow Six Patriots. Da gibt es einen ersten Trailer und es gibt sehr viele Informationen zum Spiel und es ist die Rückkehr einer, ja, zum legendär wird es zu viel, aber einer beliebten Spielereihe. Das auch Rainbow Six Vegas war ein gutes Spiel, das erste. Das war an sich ein gutes Spiel, ja. Und das neue Rainbow Six geht in ein bisschen eine andere Richtung, bindet so, ja, zumindest in dem bisher gesehenen Material, so das tägliche Leben wie in Heavy Rain ein, endet sehr dramatisch die bisherigen Spielszenen und das stellen wir euch vor. War uns das wert, die Rückkehr von Rainbow Six? Für mich ist es interessanter als das nächste Ghost Recon. Also das sieht auf jeden Fall spannender aus. Ja, vielleicht. Am meisten interessiert mich nach dem, was ich bisher gesehen habe, warum sie 6 jetzt als Zahl schreiben. Das war ja bisher nicht so. Das ist richtig. Das kann ja eigentlich nur andeuten, dass es fundamentale Veränderungen in der Spielmechanik ja, geben wird, was ja die ersten Bilder auch so vermuten lassen. Ja, genau. Wir straffen das Ganze heute übrigens, wir haben uns überlegt, 30 Minuten ist immer ein bisschen viel, wir gehen ein bisschen schneller voran. Ah. Ja, ohne Worte. Genau. Weiterblättern muss man in groß. Diesmal 6 Seiten statt 4 Seiten, Liebeserklärung. Zu Recht, genau. Aber wir wollen die noch nicht alle zeigen. Nein, natürlich nicht. Zu Zelda gibt es sehr viel zu sagen. Ja. Wir zeigen alle Zelda-Spiele, die es gibt. Wir zeigen Fanart, wir zeigen Merchandise, Sammelkram. Ganz coole Sachen auf jeden Fall. Der Oliver, der ja das Spiel bekanntlich mag, hat sich da ein bisschen ergossen in Zelda-Details. Vermutlich auch so mal. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja, die entscheidende Frage, die viele Schießspielfreunde zurzeit bewegt, ist ja, kaufe ich mir Battlefield 3 oder kaufe ich mir Call of Duty 3? Modern Warfare 3 natürlich. Man kommt so durcheinander bei Call of Duty mit den X-Serien, die es da parallel gibt. Battlefield macht das ja nach in vielerlei Hinsicht. Mit Bad Company und so weiter. Also Battlefield 3 ist natürlich nicht ein Bad Company 3. Nein, das ist richtig. Sondern eine Fortsetzung des PC-Spiels Battlefield 2. Genau. Und wir haben gemacht, was auf der Hand liegt, aber wir fanden, man muss es machen, man muss die beiden Spiele gegeneinander antreten lassen und am Ende... es wird kein Unentschieden geben, wir küren einen Sieger. So viel sei schon mal verraten. Genau, aber natürlich zeigen wir das auch noch nicht. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Drachenspiel. Ich bin ja nicht der Rollenspiel-Affinste, aber das erkenne sogar ich sofort. Das ist Skyrim, Elder Scrolls 5, das zurzeit ja auch fleißig gekauft wird. Oh ja. Das für sehr viel Freude und hier und da auch für Ärger sorgt, weil es den ein oder anderen Bug zum Start noch gibt, was nicht unüblich ist bei solch komplexen Spielen. Aber unser Rollenspiel-Aficionado, wie man glaube ich als Spanier sagt, Max, hat da sehr, 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 sehr viele Stunden reingesteckt, um einen fundierten, ausführlichen Max-Test dazu zu erstellen. Genau, die Max-Test-Doppelseite zeigen wir euch hier schon mal kurz. Den Drachen-Almanach von Max Wildgruber erstellt. Natürlich gibt es auch 4 normale Testseiten und eine hohe Wertung. Wahrscheinlich zu Recht, immerhin, bevor du umblätterst. Das wird niemanden interessieren, aber das ist ein Fantasy-Rollenspiel, das sogar mich interessiert, seit ich das erste Mal auf einer Bethesda-Präsentation gesehen habe. Das tun ja die sonst nicht so, auch in Dragon Age oder so. Nee, das ist mir ziemlich egal. Ich habe keinen Bock auf Zwerge und Trolle und denselben Käse immer wieder. Aber hier kann ich Händlern einen Eimer über den Kopf stecken und sie dann beklauen. Das finde ich lustig. Das ist auf jeden Fall lustig. Deswegen will ich das spielen. Klingt ein bisschen nach Metal Gear. Natürlich. Genau. Da gibt es keine Eimer, da gibt es nur einen Fass. Richtig. 1-2 Worte dazu, den Test können die Leser dann selber... sich erarbeiten. 1-2 Worte dazu. Ein strittiges Spiel. Ein fragwürdiges Spiel. Und ein nicht fragwürdiger, sondern ein kompetenter Test dazu. Natürlich. Genau, richtig. Mit 2 Meinungen. Mit 2 Meinungen zum Spiel, die man sicher haben kann. Genau, wir springen weiter. Wir springen ja zum letzten Test, den wir euch hier, glaube ich, kurz vorstellen wollen. Wir springen zu Mario Kart. Das hat Thomas Stufflick, unser Renn- und Nintendo-Experte, für uns getestet. Ich habe es auch gespielt. Für den 3DS. Für den 3DS, richtig. Das
wird sich milliardenfach vermutlich verkaufen. Das ist auf jeden Fall wieder richtig gut. Und was genau drinsteckt, welche Strecken, welche Mehrspielermodi und wie gut es denn tatsächlich ist, das verraten wir euch hier auf zwei bunten Testseiten. Es kommt auf jeden Fall rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Genau, es kommt Anfang Dezember. Ja, und es könnte vielleicht endlich dem 3DS den nötigen Schub zusammen geben. Mit dem Jump'n'Run zusammen von Mario. Mit dem Jump'n'Run, wobei ich auch schon Stimmen gehört habe, dass Mario Kart 7 von der Wii-Version einiges großzügig recycelt. Aber das kann ich erst nur damit Es recycelt was, das weiß ich schon. Also das kann man auch sagen, aber es macht auch viel neu. Also es gibt auch was Tolles. Es gibt, wie viel sind es? 16 Strecken? Ja. 16 alte, 16 neue. Also man will ja auch alte haben. Ja, ich freue mich wie blöde, wenn dann wieder was aus dem besten Mario Kart ever, aus Mario Kart 64 drin vorkommt. Und, du verwechselst da was. Du weißt schon, dass das Schlechteste von allen ist. Nein, das ist das Beste. Das habe ich nämlich am längsten gespielt. Ach so. Und deswegen finde ich es am besten. Wir haben uns Special Editions angeguckt. Ja, haben wir. Genau, also ich persönlich nicht, aber ich das auch nicht. Hat der Chef höchst selbst übernommen. Und wir zeigen euch einfach mal wirklich, was drinsteckt, haben die auch in der Hand, weil die Listen lesen sich ja oft cool. Die lesen sich oft cool und in der Praxis, wenn man es dann sieht, stellt man fest, es ist eigentlich nur eine Ansammlung von Download-Code-Zetteln, die sich im Regal dann eher scheiße machen. Und dem A5-Artwork-Büchlein, das es seit 2 Jahren zu Dead Space, Dante's Inferno und 19 anderen Spielen gegeben hat. Ja, genau. Und dann unterscheiden sich ja die Figuren, die für meinen Geschmack tendenziell dazugehören, teilweise sehr in Wertigkeit, ja, in Qualität. Ja, also da gibt es ja wirklich Plastikdreck oder 2 Kilo schwere, wirklich coole Sachen oder sowas. Also ich muss keine hohle Plastikfigur mit Gussnaht haben. Nee, oder mit diesen Armgelenken teilweise, wenn zum Beispiel die letztjährige Sonic Special Edition, das sah aus wie ein Dreck, wie ein Kinderspielzeug für 1 Euro. Also stellen wir euch hier vor und bewerten die auch ein bisschen. Dann noch unser großes Gears of War-Experiment. Genau, man kann es in ungefähr 2 Sätzen zusammenfassen. Unseren Praktikanten Philipp habe ich mit der Aufgabe betraut, Gears of War 3 auf dem höchsten aller Schwierigkeitsgrade durchzuspielen und dabei auf Schießen zu verzichten. Hört sich komisch an, klappt aber erstaunlich gut. Es klappt erstaunlich gut. Philipp hat sehr viele Stunden rein investiert, hat aber nebenbei, glaube ich, seinen Spielstand bei Plants vs. Zombies ziemlich weit getrieben. Richtig. Und wir haben das dann auch zum Anlass genommen, über Spielhilfen, immer leichtere Spiele, Tutorials und Co. im großen Stil zu diskutieren, die euch vorzustellen. Und Tobias, Philipp, Michael, Olli und ich haben das gemacht. Und unsere wichtigsten Thesen und Meinungen dazu haben wir hier ausgeführt. Ja, und dann habe ich hier noch einen Einmarker, der führt zu was? Gewinnspiel. Weihnachten steht vor der Tür. Natürlich ein Weihnachtsgewinnspiel mit Sachen, die es nicht im Handel gibt. Mit Sachen, die man eigentlich so nicht bekommt. Weniger setzen wir auf Masse, vielmehr auf Klasse. Ezio hier zum Beispiel, den gab es wohl mal zu kaufen, aber soweit ich mich erinnere, war der limitiert auf 300 oder 500 Stück zum Schnäppchenpreis von ein paar hundert Euro. Ja, richtig. Oder hier gibt es halt echt coole Sachen. Auch der Darkling ist wirklich auf wenige Stück reduziert. Den habe ich bei Take-Two selbst mit aus dem Büro genommen und habe ihn schweren Herzens hierher gebracht, um ihn dann verschicken zu können. Dragon Quest Sitzsack, eine gebrandete PS3 Halo-Figuren, eine extrem seltene, auch auf 400 Stück oder 500 Stück. Ich glaube, die wiegt 4 oder 5 Kilo, ist so groß oder so, die Sonic-Statue. Saucoole Sachen auf jeden Fall. Aber jetzt erst dieser sensationelle Sitzsack, super. Den will ich ja unbedingt haben. Ach nee, ich darf ja nicht mitspielen. Richtig, genau. Dann bleibt uns noch das Abonnement-Cover zu enthüllen. Natürlich, Moment, ein Tusch. Ja, rück es nochmal ins rechte Licht. Genau. Horror von seiner etwas anderen Art. Horror für die Kleinen. Genau, richtig. Damit, und ein unfassbar cooles Motiv. Das finden wir auch und deswegen haben wir es aufs Abo-Cover genommen. Die neue M-Games 13 2011 gibt es ab diesem Freitag im Handel. Sie ist 124 Seiten stark, sie umfasst
coole Specials wie die Zelda-Liebeserklärung oder das Gears of War-Experiment. Sie erfasst unfassbar viele Tests und einen Horrorausblick auf das nächste Jahr und sie ist ein Must-Have unter jedem Christbaum oder auch jetzt schon. Ich kann nur sagen, was ich heute die ganze Zeit sage, genau. Okay, dann viel Spaß beim Kaufen, Lesen und whatever ihr damit macht. Genau, und lasst euch schön beschenken. Tschüss.